Hallo ihr Lieben. Ich bin schon ein bisschen weiter gerannt, als ich sollte. und bin jetzt hier gelandet. Ja, ich habe dann schon sogar zwei Gruppen fertig gemacht. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich gar nicht mehr aufnehme. Hallo, jedenfalls, da bin ich. Und wir sind jetzt genau an der Stelle. Ja. Oh, die eine vom königlichen Blute. Ich habe eine Frage für dich. Hä? Was war diese Stimme? Es sieht nicht aus, als wenn jemand uns angreifen würde oder so. Hm, eine Frage, hm? Nun denn, frag deine Frage und ich werde antworten. Vor langer Zeit... Was ist ein Peasant? Ich weiß es nicht. Okay, ein Bauer. Okay, vor langer Zeit hat ein Bauer einen Rat vom König erbeten und erzählt ihn von seiner, wie schlimm es ihm, wie hart sein Leben ist. Der König fühlte Bedauern für den Bauern, und gab ihm ein Geschenk, seinen eigenen Ring. Der Bauer dankte dem König und verkaufte den Ring direkt, um seine finanziellen Probleme zu beseitigen. Waren die Aktionen des Königs richtig? Diese Frage möchte ich dir stellen. Der König ist der stärkste Mann des Landes. Er kann nicht einfach Leute ignorieren und sie leiden lassen. Er war definitiv im Recht. Oder er war definitiv edel. Und ich frage mich, ist es nicht unfair, dass der König selbst den Bauern ein Geschenk gab? Ich denke, alle anderen hätten gerne auch Hilfe bekommen. Alles klar, das ist genug der Rede. Bitte, ich möchte, dass ihr eure Gedanken ordnet und jeder seine Antwort findet. Lasst unsere Seele als eine zur Einheit werden. Er hatte Recht, er hatte Unrecht. Keine Ahnung. Ich glaube, er war im Unrecht, weil... Wenn du nur einem hilfst, mal eben so einen Ring gibst und das hilft ja nicht dauerhaft, oder? Er war im Unrecht. Es gibt keine andere Antwort. Es ist verständlich, dass, wenn man mit einem armen Mann, wenn man einen armen Mann sieht, dass man ihm eine helfende Hand reichen möchte. Für einen normalen Mann wäre das eine rechte Entscheidung, aber nicht für einen König. Und was ist der Grund für deine Antwort? Das erste Prinzip des Königreichs ist, dass seine Leute nicht darben dürfen. Also bildet der Ackerbau das Rückgrat jedes Landes. Wenn es Bauern schlecht geht, das ist ein klarer Beweis, dass die Regeln des Königs nicht effektiv funktionieren. Wenn er direkte Großzügigkeit akzeptabler findet als die größeren Fehler seiner Gesetze zu durchschauen. Irgendwie sowas. Ah, der spricht so furchtbar! Dann hat er kein Recht, König zu sein. Ein guter König
sollte nicht Einzelnen seine Gunst erweisen, er sollte so herrschen, dass es allen gerecht wird. Statt einem Bauern, statt einem Bauern zu helfen, der König sollte der König Retainers. Ach Quatsch, Berater sind das bestimmt. Seine Berater sammeln und seine Pflicht erfüllen. Seine Pflicht gegenüber den Leuten erfüllen, indem er ein neues, gerechteres Gesetz einführt. Du hast gut geantwortet. Ein großartiger Mann hilft einer Person, aber ein großartiger König hilft all seinen Leuten. Kein König darf seinen Menschen, darf sich erlauben, seine Menschen leiden zu lassen. Graviere diese Worte in dein Herz und fahre fort. Ach Gott, jetzt müssen wir hier auch noch irgendwelche Rätselchen lösen. Eieieiei. Sonst werden die immer fieser. Okay, hier kann man nicht lang. Verdammt. Dreh dich mal um. Dankeschön. Nein. Ach, verdammt. Ich will nicht mit euch kämpfen. やるわね。できる。よし。行くぜ。せえ。できる。やるぞ。 Level up. Puh. Oh Mann, wo geht's denn hier bald hin? Okay, hier schon mal nicht. Ich könnte jetzt das hier quasi umdrehen. Dann kann ich da hinten rum. Genau. Euch lasse ich jetzt einfach mal da hinten Schlange sein. Na? Ach Mensch. Ja, stimmt. Der frisst, die fressen sicher gegenseitig. Die fressen sicher gegenseitig. Das machen also auch hier diese Schlangen, die getigerten. Ich könnte jetzt auch hinten rum und zu der Truhe, wenn diese blöde Schlange nicht zu mir... Oh, das sind gleich mehrere. Nicht zu mir gucken würde. Geht doch woanders hin. Komm. Ach, nö. Ich bin gar nicht da. Ach, komm. Hau ab. Bin quasi überhaupt nicht in der Nähe. Bin gar nicht... überhaupt nicht hier. Ach, verdammt. Mist. Mist.
Hi. よし。力を貸すとし。行くぜ。せえ。できる。よし。やるぞ。 ich hätte besser heilen sollen. Mist. Das war schlecht. Mist. Na, wenigstens hat der ein Level Up. So, dann lasst mich mal zu der Truhe hier hin. Helfer dir. Alphatier, während des Kampfes gibt es eine geringe Chance, dass der Träger es triggern wird, sodass alle Resistenzen auf 100 erhöht werden. Das klingt doch gut, das nehmen wir doch. Das nehmen wir doch. Achso, da muss ich rüber. Nö! Hau ab! Nee. Es ist verschlossen. Ach, Mensch! Immer dasselbe hier. Und ich hab sie nicht mal getroffen da, so ein Shit. Ist jetzt bald mal gut hier? Kikanese. Wir alle gar keinen Schaden. Yaruzo. Chikara o kasu to shi. Iku ze. Hai. Hey. Yaruzo. はい。よし。行くぜ。あら、よっと。よし。できる。はい。Okay. やるぜ。Nicht getroffen, was ist das für Mist hier? Weg damit. 時間が欲しい。 Das gab viele Drops. Drop, drop. Okay, jetzt haben wir hier eine Brücke gebastelt. Und da vorne gibt es wahrscheinlich wieder ein Tor. Okay, hier sind wir schon mal durch. Das heißt, wir haben eine Abkürzung gebastelt. Okay. Hier ist wieder so ein Tor, wo wir eine Antwort geben müssen. Oh. Oh, Lady Jillian. Ein Glück seid ihr sicher. Zum Glück seid ihr sicher. Ah, das ist das Mädchen aus Juliens Dorf. Oh, dujenige von königlichem Blut. Du darfst nicht abgelenkt werden? Lasst euch nicht täuschen. Ja, fast. Die Frau vor euch ist keine Frau, sondern ein Monster. Was? Sie ist euch gefolgt und ist in die Ruinen gekrochen. Was? Nein, ich bin kein Monster. Ich war über eure... Ich hatte mir Sorgen um eure Hoheit gemacht. Also kam ich um euch, um zu schauen, ob ich euch helfen könne. Und jeniger von königlichem Blut. Lasst euch nicht täuschen. Ah, was ist mit dieser Stimme? Hör auf zu lügen, okay? Es ist die Pflicht des Königs, diese Ruinen zu beschützen. Dieses Monster muss eliminiert werden. Nein, das ist nicht wahr.
Bitte, ihr müsst mir glauben. Verdammt, was sollen wir tun? Es gibt keinen Weg, rauszufinden, ob sie ein Monster oder ein Mensch ist. Glaubst du wirklich, dass ein normales Mädchen uns hierhin folgen könnte? Das macht keinen Sinn. Aber wenn sie wirklich ein Mensch ist, eine falsche Entscheidung von uns könnte ihr Leben kosten. Ein König muss die Leben vieler auf seinen Schultern tragen. Ich bin mir vollkommen bewusst, was das bedeutet. Kein Zweifel in dir. Wer sich gegen den Mord des Opfers entschied, wird das auch verstehen. Bitte, ich möchte, dass ihr eure Gedanken sammelt und jeder seine Antwort bedenkt. Lasst unsere Seelen wie eine sein. Sie eliminieren? Nicht eliminieren? Nicht eliminieren? Die könnte ja kein Monster sein. Warum muss sie eliminiert werden? Ich sehe dazu keinen Grund. Und was ist der Grund für deine Antwort? Ob mein Gegner ein Mensch oder ein Monster ist? Ich sollte nie meine Lanze heben ohne einen sicheren Beweis. Der Wort eines Königs kann großen Reichtum über ein Königreich bringen, aber auch großen Ruin. Wenn ein König es will, dass sie es tun, würden die Leute nicht auch die harscheste Besteuerung erdulden? Würden seine Soldaten nicht ihr eigenes Leben für ihn geben, selbst wenn der sichere Tod auf sie wartet? Das ist das Gewicht, das auf jeder Entscheidung eines Königs, die er machen muss, liegt. Solche Entscheidungen dürfen nicht leichtfertig getroffen werden. Ganz besonders bei jemandem, der nicht zeigt, dass er gefährlich ist. Ob sie nun Monster oder Menschen sind, es gibt immer Raum für Diskussionen. Zu entscheiden, dass jemand eliminiert werden sollte, bei dem wir nicht mal wissen, ob er ein Feind ist. Dies sind nicht die Dinge, die ein König tut, sondern ein Dummkopf. Lady Julienne, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, hier zählen die Antworten. Du hast gut geantwortet. Sie ist tatsächlich ein Mensch. Von innen und von außen. Sie hat versucht, diese Ruinen zu betreten und ich habe sie eingefangen. Ich habe sie wieder hinaus zum Tor gesendet. Vielen Dank. Das Königswort ist das Gesetz seiner Leute. Und zu mancher Zeit bestimmen sie sogar ihre Leben. Wir dürfen nie zu eilig reden, ohne uns vorher der Wahrheit zu versichern. Oh Mann, diese Sprache. Graviere diese Worte in dein Herz und fahre fort. Okay. Und weiter geht's. Ei, ei, ei. Ach nö. Lasst mich doch. Ich hab keine Lust. Hi. Ich Na toll. Garantierte Ausweichen, okay.
Mann! Sie sind aber auch glitschig. Hi. Jetzt! やるぞ! ここで終わるわけにはいかない。ありがとう。行くぜ。あらよっと。効かねえぜ。できる。はい。やるぞ。はっ。Die sind aber auch glitschig. できる。行くぜ。はい。やるぞ。 Na, also geht doch. Satto, Kondamamura. Antiker grüner Ring. Okay. So, da. Keine Ahnung. Müssen wir wahrscheinlich rüber? Ah, okay, das ist ganz vom Anfang. Okay. Lasst mich bitte in Frieden. Danke. So. Noch mehr von denen. Oh Mann. Eule! Hi. Oh, sie ist weg. Na toll, das hat's ja gebracht. Ey, nein! Ach Mensch. Ihr seid so nervig, ihr blöden Viecher. Hi. Hey! Ja, also. Ich treffe ja nix. Hi. Hey. Reine Magieverschwendung hier. Reine Magieverschwendung. できる。よし。はっ。行くぜ。あらよっと。できる。よっ。できる。Komm schon, treff doch mal. Ach Mann, das ist furchtbar. Danke. Danke. Geht doch. Geht doch, Leute. できる。よし。あ、やるぞ。はい。 Komm da wieder runter. Kommst du wieder runter? あら、よっと。へい。Geht doch. So. これに敗北は許されない。 Mist, ich hatte gehofft, die haben Level up jetzt. Hä? Ach so. Ach so. Das ergibt Sinn. Glaube ich. Oder auch nicht. Kann ich hier nichts tun? Hm.
verdammt. Kann ich nicht einfach wegrennen? Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Och Mann. Wieso hat er denn jetzt den unten nicht getroffen? Ich verstehe das nicht. Treff doch einfach. Hi. Sind die nervig? Oh Mann. やるぞ. ここで終わるわけには. Hi. Jetzt. Sehr gut, nächster. あらよっと. よし. Nix getroffen. Das gibt's doch nicht. できる. Jetzt. Danke, Mann. Immer noch kein Level up, aber wenigstens sie. Tänisches Wasser mal 5 ist schon mal gut. Aber was mache ich denn jetzt hier oben weiter? Hier geht nichts. Hier geht nichts. Aber das leuchtet doch grün, da muss doch was gehen. Ah, jetzt. Okay. Jetzt geht's. Lasst mich. Okay, Leute. Ich mach die Kumpels da oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal. Ob noch mehr, wie viele Prüfungen wir noch machen müssen, ne? Es waren ja jetzt 2. Ja, 2. Was passiert eigentlich, wenn ich falsch liege? Ich will es gar nicht wissen. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.